und geschafft. Wir können jetzt nach Hause gehen. Aufatmen in Hanau. Es ist geschafft. Die Bombe, sie ist gesprengt. So sieht der Krater auf dem Heraeus-Werksgelände am Morgen danach aus. Fast schon friedlich. Stunden zuvor haben die Experten des Kampfmittelräumdienstes unter Hochdruck versucht, die beiden Zünder zu entfernen. In der Entschärfung haben wir relativ schnell den Heckzünder gut aus der Bombe herausbauen können. Allerdings der Kopfzünder hat uns vor Probleme gestellt, sodass alle angewendeten Entschärfungstechniken nicht funktioniert haben und dann eben irgendwann der Entschluss gefasst wurde, wir müssen die Bombe sprengen, weil so ist kein anderer Weg mehr möglich. Hierbei das Thema erfahrt ihr alles zur Bombensprengung in Hanau. Wir berichten euch, wie der Tag für die Menschen gelaufen ist. Wart ihr schon mal von einer Evakuierung betroffen? Schreibt uns eure Erfahrungen in die Kommentare. Und wir geben einen Überblick über Hessens spektakulärste Sprengungen, von Wasserfontänen im Main bis zu Kratern in Limburg. Es ist 21 Uhr in der Notunterkunft in Hanau. Über 10 Stunden konnten die Menschen hier nicht in ihre Wohnungen zurück. Gott sei Dank, dass es endlich mal fertig ist. Ich habe 5 Kinder, wir haben nur nichts gegessen, außer die Brezel. Jetzt nach Hause was kochen, duschen und dann schlafen. Das ist das Erste, was wir tun. Es ist besser. Also es war schlimm am Anfang, weil es war hier langweilig, fand ich. Aber jetzt, ja, wir haben Angst gehabt. Aber jetzt, wo es vorbei ist, können wir endlich wieder nach Hause. Ich bin sehr erleichtert, dass jetzt nach doch einer gewissen Komplikation, wir sind ja nicht ganz ohne Übung, was Bombenentschärfung angeht, meistens auf Konversionsflächen. Diesmal hatten wir das Klinikum, das Thema Altenheim und 16.000 Menschen. Und dann noch eine besonders komplizierte Entschärfung, die nicht so reibungslos ging, wie wir das erhofft haben, auch vom Zeittableau her. Eine Weltkriegsbombe wurde auf dem Heraeus-Gelände gefunden. Wegen der Entschärfung der Weltkriegsbombe ist es notwendig, dass Sie schnellstmöglich Ihre Wohnung verlassen. Rückblick. Seit 8 Uhr morgens müssen alle raus. Die 250-Kilo-Bombe wurde bei Bauarbeiten auf dem Gelände der Firma Heraeus entdeckt. Das Evakuierungsgebiet hat einen Radius von 750 Metern. 16.000 Menschen sind betroffen. Polizisten gehen von Haus zu Haus. Obwohl die Bombe schon am Dienstag gefunden worden war, sind viele überrascht von der Evakuierung. Auch hier in der Notaufnahme der Main-Kinzig-Halle. Wir wurden heute alle aus den Betten rausgeschmissen und ich bin erst 10 Minuten davor aufgestanden und dann ist der Bus zu Schluss gefahren. Da steht die Polizei vor der Tür. Sie müssen raus. Und das in 10 Minuten sollen sie die Wohnung verlassen und sind noch nicht mal kein Kaffee, kein Frühstück, gar nichts. Ich hatte als erstes Angst, dass ich getroffen werde oder so und dass die Bombe halt in unser Haus geht. Das Klinikum Hanau war am Vortag schon evakuiert worden, um Stress zu vermeiden. Wir haben gestern im Klinikum entlassen, wen wir medizinisch verantwortbar entlassen konnten. Und wir haben im Klinikum, Stichwort Intensivpatienten, Menschen in Bereiche verlegt. Den Begriff habe ich dann gestern auch noch dazugelernt, in sogenannte Sprengschatten. Also dort, wo aufgrund der Gebäudestruktur eine hohe Sicherheit, auch für den Fall, den wir heute sicherlich vermeiden, Sicherheit gegeben ist. Eine weitere große Herausforderung, die Räumung eines Altenzentrums. Auch hier hatten die Mitarbeiter schon am Vortag damit begonnen. Das sind alte Menschen, pflegebedürftig, die waren natürlich sehr aufgeregt. Die waren dann auch irgendwann ziemlich müde. Da ging es darum, die so ein bisschen bei Laune zu halten. Also wir haben dann zwischendurch auch was gesungen, die Karawane zieht weiter und haben uns immer gefreut, wenn wieder ein Transporter kam und Leute mitnehmen konnten. Gegen Mittag überprüft ein Polizeihubschrauber mit einer Wärmebildkamera, ob alle ihre Wohnungen tatsächlich verlassen haben. Die Entschärfung beginnt jetzt. Es kann zu kleinen Knallgeräuschen kommen, schreibt der Oberbürgermeister noch um 13.30 Uhr auf seinem Facebook-Account. Doch die Entschärfung zieht sich. Nur einer der Zünder kann entschärft werden. Beim zweiten geht es einfach nicht. Deshalb muss kontrolliert gesprengt werden, schreibt der Oberbürgermeister 3 Stunden später. Und das mitten in der Stadt. Eine riesige Herausforderung. Wie vor 2 Jahren mitten in Frankfurt. Hier ließ der Kampfmittelräumdienst tonnenweise Sand und Wassersäcke ankarren, um die Wucht der Detonation abzumildern. Immer wieder kommt es zu solch spektakulären Sprengungen. Im April 2019 entsteht bei einer Sprengung im Main in Frankfurt eine 30 Meter hohe Wasserfontäne.
Da staunen selbst die Experten nicht schlecht. Ja, ich war schon überrascht. Man hat es ja auch von anderen Sprengungen schon gesehen. Aber dass es hier so hoch ist, das ist, war schon eine tolle Sache. In einem Feld nahe Limburg explodiert im Juni 2019 eine Bombe. Sie hinterlässt einen 10 Meter breiten und 4 Meter tiefen Krater. Das war ein Knall, da hat der Boden unter den Füßen gewackelt. Und ich war so erschrocken, ich habe gedacht, ich wäre aufs Haus gefallen oder irgendwas explodiert. Na, der Sohn war auch schon draußen rum, wir haben geguckt, aber man konnte nichts sehen am Haus. Später wird festgestellt, der Blindgänger ist wahrscheinlich aufgrund des Alterungsprozesses im Zündmechanismus einfach explodiert. Unter diesem roten Zelt lag einer der größten Funde des vergangenen Jahres. Eine 500-Kilo-Bombe in der Nähe des Frankfurter Messezentrums. 20.000 Menschen müssen hier ihre Häuser verlassen. Der Kampfmittelräumdienst musste allein 2022 in Hessen 24 Bomben entschärfen. 6 davon mussten gesprengt werden, wie am Niederwalddenkmal bei Rüdesheim. Insgesamt gab es fast 400 Einsätze. Gefunden werden die Geschosse oft schlicht zufällig, bei Bauarbeiten zum Beispiel oder den Vorbereitungen dazu. Der Bauherr beauftragt ein privates Kampfmittelräumunternehmen. Die untersuchen die Fläche, geben sie dann frei. Und wenn eben bei den Öffnungsarbeiten Verdachtsmomente entstanden sind und bei den Öffnungsarbeiten ein Objekt gefunden wird, werden wir gerufen und stoßen dazu und übernehmen dann quasi die Arbeit. Aus beiden Weltkriegen liegen noch immer reichlich explosive Funde im Boden. Dem hessischen Kampfmittelräumdienst wird im Schnitt alle 2 Wochen eine Weltkriegsbombe gemeldet. Bilanz 2022, 90 Tonnen werden sichergestellt. 2021 waren es rund 72 Tonnen. In Hanau kommt kurz nach 20 Uhr die erlösende Nachricht. Die Bombe ist erfolgreich gesprengt.